Okay, Freunde, wir sind hier bei der Autobahn. Zweites Video zu R6 RJ15. 130 PS haben wir auf diesem schnieken Teil hier und wir werden jetzt erstmal auf die Autobahn fahren. Verkehr sieht sehr, sehr gut aus und wir werden mal schauen, was dieses Ding endgeschwindigkeitstechnisch so packt. Da bin ich richtig gespannt. Erstes Video war ja schon echt ein Highlight, vor allem für mich. Wer das nicht gesehen hat, zieht euch das gerne rein. Erstes Video zu diesem schnieken Ding hier, zu diesem wunderschönen Motorrad, muss ich wirklich sagen. Bin ich gespannt, bin ich gehypt. Junge, Junge, Junge. Machen wir die Musik ein bisschen lauter. Okay, und Feuer. Wir haben einen Quickshifter übrigens. Okay, okay, okay. Spaß. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was wir geschafft haben. Ich glaube, um die 270 haben wir geschafft. Da wäre aber noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich kann aber jetzt mit absoluter Sicherheit sagen, das Ding hat eine kürzere Übersetzung drauf. Ganz sicher. So schnell, wie das bis 270 km/h ging. Und die hat da noch lange nicht aufgehört. Also die hätte da noch weiter gepusht. Nur waren wir da schon bei ziemlich hohen Drehzahlen. Also fast am Anschlag und im sechsten Gang. Man hört ja, dass eine R6 so 280, 285 schafft. Die wären, glaube ich, nicht mehr drin gewesen. Ich kann es halt jetzt nicht mit Sicherheit sagen, leider. Weil sie auch, man hat es vielleicht gesehen im Video, angefangen hat so zu wippen, so den hier zu machen. Da meinte er, das könnte daran liegen, dass er sie gecrashed hat. Dass da irgendwas verzogen ist. Und das glaube ich auch. Denn bei diesen Geschwindigkeiten, gerade bei diesen Geschwindigkeiten, sollte eine R6 und vor allem überhaupt eine Supersportler nicht instabil werden und keinen Lenkerflattern kriegen. Also ich glaube, das liegt daran, dass da irgendwas verzogen ist. Das sollte er sich nochmal anschauen. Das ist nicht normal so. Aber das Ding geht richtig gut. Und dieser Klang, ich hoffe, der kam im Video einigermaßen gut rüber. Vor allem in Verbindung mit diesem Quickshifter. Boah, unfassbar. Die Geräusche, die eine R6 produziert, da haut es mir einen Schalter raus. Das Ding ist eine Macht, soundtechnisch. Ist halt immer Geschmackssache, ganz klar. Immer eine Frage des Geschmacks. Aber für mich, ich habe es im ersten Video ja schon gesagt, geht klangtechnisch, wenn es um rein Vierzylinder geht, abgesehen von der R1, also rein Vierzylinder mit einer normalen Zündfolge, ein konventioneller Vierzylinder hat einfach. Klangtechnisch geht da für mich nichts über eine R6. Nicht mal eine S1000 RR. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Junge, 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 das Ding macht Spaß. Hui! Ich muss auch sagen, windtechnisch so Gegenwind. Ich meine, klar, Supersportler mit dem Schild. Aber das Schild geht mir ungefähr bis zur Brust, wenn man hier den Wind verfolgt. Und trotzdem geht das voll klar. Also das ist absolut kein Thema. Ich könnte mir auch gut vorstellen, mit dem Ding hier längere Strecken zu fahren. Ich hoffe, dieses Klackern von meinen Schnüren vom Pulli stört euch nicht. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wenn ihr es hört, das sind die Schnüre von meinem Pulli. Mann, 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 ey. Also die geht wirklich gut ab. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das eine kurze Übersetzung hier drauf ist. Ziemlich sicher. Weil dafür geht die ultra gut. Und ich sag's euch, bis 270 war das ja absolut kein Thema. Okay, sechster Gang. Jetzt chillen wir ein bisschen. Also ich weiß auch, das könnte aber auch an der Leistung liegen tatsächlich. Ich meine, es sind zwar 12 PS Unterschied, aber trotzdem
könnte es auch an der Übersetzung liegen, die RJ27, die ich gefahren bin, die ging nicht so krass wie die hier. Also von der Beschleunigung her. Ich konnte die R6, die andere, die neuere, konnte ich auch nicht komplett ausfahren. Da war der Verkehr relativ dicht. Aber von dem, was ich spüren konnte, ging die nicht so krass wie diese hier. Also die hier geht schon wirklich brutal gut. Klar, diese hier hat 12 PS mehr. Die RJ27 hat ja nur 118 PS. Die hier hat 130 oder 129, irgendwas, also 130. Aber trotzdem glaube ich, dass es nicht nur an der Leistung liegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht auf die bekannten, auf die R6 bekannten 285 km/h gekommen wären. Bin ich mir ziemlich sicher. Sitzposition geht voll klar. Also ganz im Ernst, das Einzige, was mir fehlt, sind Tankpads, diese Stormgrip-Dinger, die man an der Innenseite vom Oberschenkel dann hat, dass man da einfach ein bisschen fixierter ist auf dem Bike. Das fehlt mir tatsächlich. Ich merke es in meiner Lende, dass ich die Beine die ganze Zeit leicht zusammendrücke. Meine Lendenmuskulatur ist schon ein bisschen angestrengt hier, weil ich versuche, mich eben selber ein bisschen auf dem Bike zu stabilisieren, mich ein bisschen zu fixieren. Aber ansonsten Sitzposition, auch vom Komfort her, Ergonomie, absolut in Ordnung. Also ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Das geht wirklich klar, ernsthaft. Also wer sich überlegt, so eine R6 zu holen, gerade RJ15, RJ11, so ist ja fast das gleiche Motorrad, macht euch wegen Komfort keine Sorgen, ernsthaft. Also wenn ihr auf Supersportler steht und das euer Way to go ist, macht euch wegen der Sitzposition keine Gedanken. Ehrlich, das geht voll klar. Wenn ihr von einer Naked auf eine Supersportler umsteigt, dann könntet ihr Probleme mit dem Handgelenk und ein bisschen mit dem Rücken kriegen. Das ist aber wirklich Gewöhnungssache. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja auch ganz am Anfang, mein erstes Motorrad war ja auch eine Naked. Und ich bin dann auf eine Supersportler, auf meine RC damals umgestiegen. Aber das ist nur Gewöhnungssache. Da müsst ihr einfach ein bisschen Muskulatur aufbauen. Da fahrt ihr das Ding ein paar Wochen und dann hat sich das erledigt. Okay, und jetzt, Freunde, die meisten werden schon wissen, was jetzt kommt. Ja, Mann. Soundcheck, Freunde. Arrow Endtopf. Für die, die es noch nicht wussten, die das erste Video nicht gesehen haben. Wir haben einen Arrow Endtopf. Keine Komplettanlage. Ist bei der R6 leider nicht legal. Aber wir haben einen Arrow Endtopf. Also, Fehlzündungen sind auf jeden Fall am Start. Sie ist jetzt nicht wahnsinnig laut, muss man sagen. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Klang. Also, wie beschreibe ich das? Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Der Klang ist einfach schön. Wir lassen es einfach so stehen. Ich finde gerade die Worte nicht dazu. Und Fehlzündungen sind auf jeden Fall am Start. Bremsen, habe ich jetzt auch gerade gemerkt, sind echt super. Wir haben halt keine ABS hier drauf, deswegen bin ich ganz ehrlich, die Reifen sind scheiße, wir haben keine ABS. Also so richtig hart in die Bremse zu gehen, traue ich mich tatsächlich nicht. Aber von dem, was ich jetzt gerade spüren durfte und auch im ersten Video, sind die Bremsen wirklich in Ordnung. Auch für die, die das erste Video noch nicht gesehen haben, das Ding hat fast 40.000 Kilometer drauf, sollte man vielleicht dazu sagen. Also sie ist, weiß Gott, nicht mehr neu. Wir versuchen jetzt zumindest mal so weit wie es geht, die Reifen ein bisschen aufzuwärmen hier. Denn wir sind jetzt an meiner Hausstrecke und werden mal schauen, was performance-technisch, was kurvenlagentechnisch, fahrdynamiktechnisch hier so drinnen ist. Wir sind im dritten Gang. Ich würde mal sagen, da bleiben wir jetzt auch. Ja, klau mir halt die ersten Kurven, die noch dazu auch die schönsten sind. Ja, die Reifen. Nee. Ich komme jetzt an dem Mercedes hier leider nicht so richtig vorbei. Aber es ist auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Die Reifen sind wirklich eine Katastrophe. Die sind wirklich ungeil, ernsthaft. Also ich komme mit den Reifen überhaupt nicht klar. Ich habe absolut kein Gefühl für die Reifen. Aber das hat er mir auch schon gesagt. Er mag die Reifen auch nicht. Oh ja, richtige. Oh ja. Die Fehlzündungen, die die hinten raushaut, die sind sexy, sage ich ehrlich. Also ihr werdet es nicht hören, wahrscheinlich, aber ich höre sie. Die Fehlzündungen sind wirklich geil. Die sind halt nicht laut, aber das ist so ein die ganze Zeit. Wir machen das jetzt mal im zweiten. Das Ding ist wirklich unfassbar agil. Also manche wird das nicht erstaunen.
Manche wird es eher erstaunen, dass ich darüber erstaunt bin. Aber ich bin erstaunt, weil das nämlich bei der anderen R6, die ich gefahren bin, bei der neueren, absolut nicht so war. Also die war deutlich schwerfälliger als die hier. Wirklich. Die hier ist ein Spielzeug im Vergleich zur anderen R6. Oh ja, Mann. Na, man merkt richtig hier R6-Feeling. Also das hat man hier zu 100%. Da bin ich gerade nach Hummel ausgewichen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist einfach on point. Das ist genau so, wie ich es von der R6 erwarte. Zu 100%. Das Ding ist 1:1. Das, woran man denkt, wenn man an R6 denkt. Zu 100%. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Das Ding ist brachial. Das Ding ist geil. Das ist unfassbar. Genau so soll sich eine R6 anfühlen. Genau so und nicht anders. Und vor allem genau so soll sich eine R6 auch anhören. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber Motorklang technisch, also das vor allem, was man als Fahrer mitbekommt, erste Sahne, genau R6, schaut euch das Ding nochmal in voller Pracht an. Das ist einfach ein so wunderschönes Motorrad. R6 RJ15, bei mir unter den Top 3 schönsten Motorrädern der Welt, sage ich euch ganz ehrlich. Ist immer Präferenzsache, immer Geschmackssache, ganz klar, muss ich natürlich ganz klar sagen. Aber für mich persönlich R6 RJ15 auf Platz 3, R1 RN22 auf Platz 2, mittlerweile, war früher auch nicht so, und R1 RN32 auf Platz 1. Nennt mich Yamaha-Fanboy, bin ich. Absolut, da stehe ich auch dazu. Yamaha ist für mich eine absolute Macht, wenn es um Motorräder geht. Ist einfach so. Ist immer Geschmackssache, da lässt sich jetzt drüber streiten oder eben auch nicht. Aber ich finde vor allem diese hier in Schwarz-Gold mit Lenkerhändenspiegeln, Mini-Blinkern, schwarzer, kurzer Scheibe, Sportauspuff. Genau so würde ich sie mir holen. Das ist... Da wird gerade für mich so ein bisschen ein Traum wahr, sage ich euch. Das ist für mich so richtig emotional heute. Ich habe es ja schon einigen Leuten auf Instagram gesagt, beziehungsweise wenn man sich halt so mit Leuten unterhalten hat über bestimmte Motorräder. Irgendwann will ich eine R6 RJ15 haben. Und heute ist der Tag, an dem ich auch mal eine fahren darf. Und meine Erwartungen haben sich bestätigt. Zu 100%. Ich will so ein Bike haben. Und mit diesen Worten beende ich das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus. Yippie.